Die internationale Tourismusbörse in Berlin. Hier präsentieren Aussteller aus der ganzen Welt ihr Angebot. Besonders Bayern hat viel zu bieten. Seit Jahren erzielt der Bayern-Tourismus neue Bestmarken. Der Freistaat ist das beliebteste Reiseziel innerhalb Deutschlands. Aber auch weltweit zählt Bayern zu den beliebtesten Destinationen. Auf der ITB in Berlin informiert sich Bayerns Tourismusministerin Ilse Aigner über die Trends für 2014. Bayern an sich ist schon eine Attraktion und die Marke Bayern ist eine starke Marke. Wir haben viele Regionen, die unglaublich tolle Reize haben, aber auch Themengebiete vom gesunden Bayern bis zu den Filmstandorten Bayern gibt es viel Interessantes zu sehen. Der Tourismus als Leitökonomie. Die Erfolge sind auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tourismusbranche zu verdanken. In der Bayernhalle präsentieren sich zahlreiche Regionen und Vertreter der Tourismuswirtschaft, aber auch Unternehmen wie Audi und BMW. Dort kann man sich nicht nur über verschiedene Destinationen informieren. Zahlreiche Aussteller präsentieren neue Trends und wecken die Reiselust. Einer der größten Tourismustrends ist die Digitalisierung. Die Jugend ist überwiegend natürlich übers Internet zu begeistern und hier einen speziellen Auftritt auch für junge Kundschaft sozusagen aufzunehmen, ist ein großes Anliegen und das funktioniert hervorragend. Die suchen sich selbstständig ihre Destinationen und das unterstützen wir. Aber auch die Gesundheit bleibt ein Thema. Gesundheit ist für viele Menschen ein zentrales Thema und das mit einem schönen Urlaub in schöner Landschaft und schöner Gegend zu verbinden ist hervorragend. Wir haben perfekte Bäder und natürlich auch viel Möglichkeiten, sich in der Natur zu erholen und deshalb ist gesundes Bayern ein tolles Schlagwort und ein tolles Thema. Das zweite ist Filmtourismus. Wir haben sehr tolle Filmstandorte, die die Menschen begeistern, die in Millionen auf den Fernsehkanälen uns kennenlernen und die wollen es dann auch vor Ort sehen. Und da hoffen wir, dass viele Menschen nach Bayern kommen. Beim Get-Together Film meets Tourismus trifft Staatssekretär Franz Josef Pschierer auf bekannte Stars der Film- und Fernsehbranche und bringt diese mit Vertretern der Tourismusbranche ins Gespräch. Das Netzwerktreffen soll der Auftakt sein, um den Zukunftsmarkt Filmtourismus für Bayern weiter zu erschließen. Bayern ist als erstes das Tourismusland Nummer 1 in ganz Deutschland. Bayern ist aber auch ein ganz bekannter, berühmter und bedeutender Medienstandort. Und wir haben auch sehr viele filmschaffende Produzenten hier in Bayern ansässig. Und unser Ziel ist es einfach, den Filmstandort Bayern und den Medienstandort mit dem Tourismusstandort noch besser zu vermarkten. Da hat Bayern wesentlich mehr zu bieten als viele andere Bundesländer. Die Bayernhalle ist die wichtigste Plattform für alle Tourismusakteure Bayerns. So wie Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und Staatssekretär Franz Josef Pschierer lassen sich auch die vielen Messebesucher dort für ihren nächsten Urlaub in Bayern inspirieren.